So, hallo, wir starten die Aufnahme, während ZMZ schon läuft. Was bedeutet, der Sariel ist dabei? Und letztes Mal haben wir dieses wunderschöne Level mit dem Wasser am Rand gespielt. Das fand ich tatsächlich schön. Und, also das, wo das Wasser von links und rechts kommt. Hier, das da. Katarakta in Selsa. Und dann haben wir das Level Fenster zum Himmel, denke ich, soll das heißen, habe ich zumindest so gesagt. Gespielt. Richtig. Für mich war es eher ein Fenster zur Hölle, aber gut. Es war ganz schön Ja, hektisch. das dachte ich mir schon fast. Das war ganz schön hektisch, meine Güte. Okay, ja, und jetzt sind wir noch nicht in die Röhre gegangen, deswegen gehen wir jetzt in die Röhre. Ach, HF ist durch die zweite Hälfte prima durchgekommen. Fünf Oha. Versuche oder so, dann war er fertig. Oha, krass. Also gerade auf Vielleicht Schluss, so musste etwas man mehr. ja, ich war so oft hinten, nee, so oft kann man gar nicht sagen, aber ich habe so oft nicht realisiert, was ich alles noch anders hätte machen müssen. Uff. Das Level kennst du übrigens. Clavis Calamitatis. Okay. Na dann, gucken wir mal rein. Müsstest du ja auf Anhieb schaffen. Okay, der Schlüssel war aber kein Connenschlüssel. Nein, das war ein echter Der ist schon Schlüssel. für mich zum Holen, okay. Also einen Exit schaffst du garantiert sogar ohne Saves. Wenn Oh. nicht, dann bin ich sehr enttäuscht. Okay. Dann wird es wohl der mit dem Schlüssel sein. Gut, dann spielen wir erstmal ohne Saves und gucken, bis wir einen Exit gefunden haben. So. Das Level. Ja, den Fisch solltest du eigentlich auch kennen. Ja, den habe ich gerade kennengelernt. So. Übrigens, der kommt nochmal. Okay. Ich weiß, meine Vorwarnung ist jetzt nicht wirklich pünktlich gewesen. Ich fand, sie war ziemlich on point sogar. So. Okay, noch ein dritter. Ja, was? Der loopt? Ja, der loopt. Ach so. Ja, lull. Erst wenn du ihn tötest, dann kommt er nicht mehr. I see. Okay. Aber ich Ach. meine, es ist ja nur ein Fisch. Du wirst dich ja nicht von dem Fisch hier, ja, so groß beeinträchtigen lassen. Nein, wir töten ihn einfach. So. Na Ha! also, ganz easy. Und da ist er weg. Okay, also ich soll noch keine Save-States nutzen. Dann lassen wir das erstmal. Ach so, das ist der erste Exit. Richtig, vielleicht erinnerst du dich ja noch. Ah, das ist das Level, wo ich das Schlüsselloch nicht nutzen darf. Also schon Richtig. einmal und dann nicht mehr. Richtig. Ah, okay. Ja, das ist ein leicht verdienter Exit. Den nehme ich doch gerne in meine Sammlung auf. Übrigens, den blauen Switch Palace musst du auch noch ohne Saves durchspielen. Ja, genau. Hattest du ja Nur sogar weil ich nicht Spaß schnell dran. genug mit der Shell nach hinten gekommen bin. Okay, so. Dann haben wir das geklärt. So, dann Okay, haben wir ja, das jetzt. Level kenne ich noch. Richtig. Alles klar. Das sollte dann doch recht Kommt fix direkt der gehen. erste State am Anfang. Das sollte dann doch recht fix gehen. Ah, ich brauche den Schlüssel gar nicht mehr. Ach doch, ich brauche den Schlüssel noch, ja. Na gut, das Level hat sich an ein paar Stellen verändert. Aber bestimmt nicht zum Schlechten. Oder zum Schwierigeren. Du hast ja eher kürzer gemacht, die ganzen Sachen. Richtig. So, kriegen wir. Okay. Na! Ha! Okay. Ja, bestenfalls bringst du den Fisch um, ohne dich selbst wie ein todesmutiger Assassine in den Abgrund zu werfen. Das wäre gut. Oh mein Gott, was tue ich hier? Jetzt habe ich den Druck, dass wir viel in kurzer Zeit aufnehmen wollen und setze mich selber unter Druck. So. Okay. Ich hoffe, der Block da tut jetzt nichts Schlechtes. Nein, der Block. Er wäre sogar gar nicht so schlecht gewesen. Ja, das hätte man voraussehen können, dass der Pilz da drauf fährt. Ja, aber ich konnte es nicht richtig timen. Also. Das Timing mit dem Fisch ist auch ganz schön schwierig. Ja. War eigentlich der Weg, den ich jetzt kann ich ja hier mit dem Meister reden. Der Weg, den ich mit der Coinstick gegangen bin, war das ein guter oder gab es einen viel besseren, der viel einfacher ist?
Also ich gehe einen etwas anderen. Okay. Aber ja, ich gehe quasi so zweimal um den Block rum und dabei sammle ich genug Münzen, dass es dann reicht am Ende. Okay, I see. Ich finde, fand es übrigens auch sehr interessant, dass gerade du als Mathelehrer nicht kapiert hast, fast eine halbe Stunde lang, dass ich hatte die Yoshi ganze Zeit die vier Münzen ja am Anfang gibt. Ja, nein, doch, das hatte ich ja. Also das habe ich ja kapiert, deswegen habe ich ja direkt gesagt, ich brauche nur 26 weitere. Und das war ja nicht falsch. Ich bräuchte ja 26 weitere, aber diese 26 wollte ich unbedingt da oben an dem Zähler ablesen. Das war mal das Dumme. Natürlich, jetzt ist wieder nur die Visualisierung schuld. Nein, das habe ich ein paar gesagt, dass ich auf den Zähler geguckt habe. Also an die 26 habe ich ja gedacht. Deswegen hatte ich mich ja noch gefreut, dass ich nicht 30 brauche. Und dann hat irgendwie mein Kopf gesagt, okay, da oben die Zahl muss 26 sein. Das war natürlich Schwachsinn. Richtig. Schwachsinn erster Güte. Ja, kriege ich jetzt mal das... Oh mein Gott, ich mache das mit Save States. Wir haben das jetzt schon einmal ohne Save States geschafft. Ist mir jetzt wurscht. Das dauert mir zu lange hier. So. Du musst den Fisch übrigens nicht töten. Ne? Ja, aber das ist ja sonst hier... Okay. Gut. Also jetzt muss ich da wahrscheinlich... Übrigens, wenn du den Fisch nicht getötet hättest, würde er hier auch nochmal auf dich drauf fallen. Ja, moin. Ich meine, da oben kommt doch bestimmt wieder irgendwas raus. Ja, richtig. Ah, ist wieder ein Pilz. Das heißt, ich muss den Schlüssel so werfen, dass ich ihn wieder bekomme. Richtig. Okay. Bestenfalls nicht sterben dabei. Ach so. Na, dann machen wir das doch. Ah, jetzt könnte ich einfach liegen lassen und mir den Pilz dann snacken. Oh Mann. Warum? Ja, das wäre eigentlich ganz einfach. Warum denke ich denn nicht nach? So, easy. Okay, und da muss ich den Schlüssel durchwerfen. Gut, ohne ihn in die Hand zu nehmen. Gut. So. Was heißt Codierung überlastet? Geh mir nicht auf die Nerven, OBS. Okay. Wahrscheinlich bin ich OBS einfach eine Last. Ich sollte wieder rausgehen. Nein. Aber... Oh, okay. Hi, Yoshi. Du sollst dir nicht essen wahrscheinlich. Aber... wobei, ja doch, ich kann hochwerfen, ohne was zu machen. Okay. Und dann geht's hier weiter. Okay. Also dann hier. Wozu auch immer. Und hier. Ach so, ja, nee, gecheckt. Alles klar, easy. Ich musste nur hin und her. Okay, verstanden. Bis der Koopa runtergeht und Yoshi sein letztes Essen bekommen hat. Mann! So. Da muss ich hier ja noch gar nicht werfen, sondern erst hier. Richtig, erst hier. Und dann wieder hier. Und dann wieder hier. Oh, hätte ich gar nicht mehr gemusst. Und dann nicht wieder zwangsweise. Hier. Und jetzt kriege ich meinen Pilz. Nein, tust du nicht. Theoretisch. Mann, spring doch. So. Moment, ich muss hier ganz kurz ein paar Dinge vom Boden aufheben. Ach, scheiße. Was hast denn du schon wieder umgeschmissen? Ah, ich hab hier... Ach, Mist. Hat man das eigentlich gehört? Man hat dich nur schreien gehört. Ja. Ich zumindest. Sagen wir, ich habe ein bisschen zu viele Blätter gestapelt. Ach, Mann. Moment. Okay. Das kann erstmal liegen bleiben. Das ist nicht so wichtig. Nicht, dass ich die anderen Sachen aus dem Augen verliere. Okay, so. Okay. So. Okay, ich mach den erstmal weg. So, und dann schmeiß ich den Schlüssel runter. Richtig. Naja. Achso, jetzt schmeiß den Schlüssel hoch und mach den hier. Und dann fallen wir runter. Cool. Okay. Nein! Conan, das geht auch einfacher. Bitte? Das geht auch einfacher, da loszuspringen. So, meinst du? Ich war mir nicht sicher, ob das nicht, Nee, das ist auch nicht, was ich... Du kannst dich einfach auf den Schlüssel draufstellen. Ja. Und dann machst du einen Drehsprung und während du nach unten fällst, drückst du Y oder X.
Das ergibt Sinn, tatsächlich. Ja, das wäre so die Pro-Strat-Variante. So. Ja, gut, jetzt haben wir es. Den ersten Teil zumindest. Richtig. Kann sich auch gerne durch die Decke duplizieren. Macht mir auch nichts. Nee. Auf. Kein Bedarf. Oh, das war schlecht. Whoa. Hi. Ja, dann nicht. So. Na gut, easy. Wenn man nicht sterben würde, wäre es. Wieso bin ich denn jetzt da gestorben? Huh? Okay. Ja, wenn du dein Safe State lädst, kommt auch das Leben wieder. Das Leben ist. Ja, aber es ist wild in die Wand gegangen. Sag mal, bin ich denn. Ich lass mich doch nur fallen, bin ich dumm? Ja, Conan, das ist mal wieder. Ah, okay, warte, den holen wir wieder. Das geht noch aus dem State. Wobei, vielleicht ja, auch ja. Nicht. Ja, so und so nicht. So. Was war daran jetzt so schwer? Man weiß es nicht. Okay, jetzt wird's interessant. Das ist jetzt nicht so gut. Nicht unbedingt. Ah! Nein! Oh, Mann. Okay, das geht aber sogar, dass wir den nochmal nehmen. Okay, das geht, das geht, das geht, das geht. Sehr schön. Nein! Ja. Das ist jetzt, glaube ich, nicht mehr möglich. Nimm ihn einfach mal in die Hand. Ja, genau. Und dann, nein, Conan, du gehst jetzt einmal ins Schlüsselloch. Was, warum? Und dann demonstrierst du, was hier, warum das Leben da ist. Du willst dann zeigen, dass da eine Tür aufgetaucht ist. Ah. Richtig. Okay. Ist ja nicht unbedingt jedem bewusst. Das ist wohl wahr. Ja, kriegen wir das jetzt mal. Nein! Okay, das sieht doch gut aus. So. Na bitte. Warum denn nicht gleich so? Und jetzt kommen die schwierigen Sprünge im Level. Ja, das eine war drüben. Ich glaube, den will ich einfach fallen lassen. Na. Ich glaube trotzdem, den will ich einfach fallen lassen. Ja, das könnte gehen. Ja, da. Okay, doch, das haut hin. Mit ein bisschen Versuchen haut das hin. Nichts, was ich ohne Saves jetzt machen wollen würde, aber es. Aber es würde funktionieren. Okay, das war interessant. Ja, das hätte eh nicht mehr geklappt. No! Du kannst natürlich auch Keyjumpen, musst den Cooper nicht nutzen. Auch wenn es natürlich nicht geplant wäre. Das wäre dann die TAS-Variante wahrscheinlich, hier durchzukommen. Speedrun wollte ich sagen, aber ist egal. Ja, es ist ja eigentlich TAS. Naja, TAS ist nicht zwingend Speedrun. Naja, das S in TAS steht eigentlich. Ja, aber ich meine, man kann Speedrun auch ohne TAS machen. Aber du hast recht, ein TAS ist definitiv ein Speedrun, aber nicht jeder Speedrun ist ein TAS. Richtig. So, das war, was ich sagen wollte. Wait. Hier fehlt mir was. Oh, ich muss muss ich rutschen? Ist ja, deswegen hier hättest du rutschen gekonnt. Deswegen ist da die Schwäge. I see. Okay. Ja, schräge Böden sind für schräge Typen, genau wie. Müssen wir das mal testen? Ja, das. Komme ich denn da rüber? So muss ich irgendwie Geschwindigkeit gewinnen. Richtig. Weil. Ja, Ah, ich kann in der Luft so ein bisschen, okay. Nee, in der Luft kannst du wenig. In der Luft kann ich wenig, okay. Weil du in der Luft das Rutschen verlierst. Oh. Okay. Muss ich mal nachdenken, was du da von mir willst. Aber erstmal muss ich mit dem Schlüssel dahin kommen.
Mann! Oder soll ich die ganze Zeit hier Running Speed haben? Natürlich, Colin, was denkst denn du? Oh, das heißt hier, ups, die Stelle da ist irgendwie zum Anlauf nehmen gedacht, hier links von mir. Nein, Colin, das war eigentlich Ironie. Ach so. Naja, es wäre lang genug gewesen zum Anlauf nehmen. Richtig. Aber ich bin sicher, mit ein bisschen Empathie kriegst du den Anlauf auch irgendwo anders her. Ja, jetzt will ich erstmal den Schlüssel hinter den Stein befördern, weil der geht mir auf den Keks und den brauche ich jetzt erstmal nicht mehr. So. Richtig. Und jetzt habe ich hier... Oh, wait a moment. Das ist gar nicht mit dem Rutschen gedacht. Ach doch. Ach, verdammt. Ich dachte, ich kann vielleicht den Cooper nutzen. Ja, wobei... Vielleicht hilft er mir, Anlauf zu nehmen. Ja, es ist ja kein Anlauf in dem Sinne. Naja, irgendwie schon. Aber ich komme halt irgendwie von der anderen Seite und dann rutsche ich da so weit. Aber ich muss ja trotzdem... Ach so, ich darf ja nicht auf den Notenblock. Ich muss von dem aus... Ja, gecheckt. Ich muss ja von dem aus rutschen. Also von... Nein. Nee, hä? Ich muss vom Notenblock... Gut, dass du noch nie erst im Wege stehst. Ja, so ging das. Es wäre peinlich, wenn du schon 10 Jahre Erfahrung in dem Spiel hast. Ja, ja, so ging das. Ich hab mich wieder erinnert. Es ist immer, ich merk's mir immer verkehrt rum. Hä? Was hat er jetzt wieder falsch gemacht? Na bitte. So. Das ist nur für den Mond, oder? Nee, ich brauche bestimmt den Pilz. Ah, ja, schon gecheckt. Ja, ich bin ja schon am Start. Hilfe. Da kommt aber bestimmt gleich das Ziel, also es müsste zeitlich alles noch im Rahmen. Ach, Mann. Alles noch im Rahmen sein. Mann! Oh, perfekter Safe State, um ständig die Panikmusik zu laden. Wunderbar. Ja, was? Ja, genau das sollst du tun. Sind der da jetzt reingerutscht? Du hast ihn hochgeworfen und dann den Invisible Block aktiviert und dann ist er nicht mehr runtergekommen. Ja, unfassbar. Ja, was Colin hier macht, ist unbegreiflich. So, geht's nach da? Okay, es geht nach da und es geht nach andere Richtung, okay. Ja, nach da und nach andere Richtung. So kann man seine Links-Rechts-Schwäche auch verbergen. Ja. Hä, was wie... Ja, hier ist sogar ganz unironisch Running Speed gefordert. Mist. Okay. Hab ich ihn jetzt? Ja. Ach, das ist nur für den... Das ist einfach die andere Seite. Richtig. Dann will ich das ja gar nicht. Wie, du willst keinen Mond sammeln? Ich will keinen Mond sammeln. Ich habe ihn jetzt ja gesammelt. So. Ja, gecheckt. Nein! Ja. Gecheckt, aber nicht umgesetzt. So, komm, wir zeigen nochmal diesen wunderschönen Raum hier. Perfekt. Mit Schlüssel sogar. Sehr gut aus. Mal was Neues. Mit Schlüssel war ich noch nicht in dem Raum. Achso, halt, ich muss erst nach da. Richtig, den solltest du eventuell mitnehmen. So, jetzt neuer Versuch. So schwer ist das doch nicht. Jetzt Schlüssel nehmen? Nee, jetzt Pilz nehmen? Wahrscheinlich immer noch nicht. Nee, okay. Dann lassen wir die Pilze halt Pilze sein. Hä? Ich brauche den Schlüssel gar nicht mehr als Hilfe. Ach ja, vielleicht sollte ich den Block noch entfernen. Den habe ich mal... Aber ich meine, ich hätte es jetzt auch gesetzt. So geschafft. Also... Aber den braucht man... Also, wenn man halt den grünen Switch... Aber gibt es eine Möglichkeit, in dieses Level zu kommen, ohne vorher den grünen Switch zu aktivieren? Wo ist denn der gewesen? Wo war der denn? Na, ist ja wurscht, wo er war. War das nicht sogar der, wo ich... Nee, das war der blaue, den ich gemacht habe, ne? Mit dem, der unter Wasser... Richtig, das war der blaue. Ach, der grüne war der erste Switch, den ich gemacht habe. Der war dann... Richtig. Ah, okay. Ja. Gut.
Dann schließen wir den Part hier doch ab. Das hat tatsächlich länger gedauert, als ich dachte, aber ich habe mich wieder angestellt. Gut. Nächstes Mal gibt's das Domizilium. Ja. Nächstes Mal gibt's das Domizilium Elsti. Das Domizil der Elstern. Nein, keine Ahnung. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und tschüss. Und sage tschüss.